Heute sind wir bei Q-Milch zu Besuch und ich spreche mit der Anke Domaske, die uns erzählt, wie man aus Milch Fasern machen kann und damit Kleidung herstellt. Hallo, ich bin die Anke. Ich bin die Geschäftsführerin der Q-Milch GmbH und ich habe mit meinem Team vor 2 Jahren eine Textilfaser aus Milch entwickelt, die nur aus natürlichen Rohstoffen hergestellt wird und die auch noch sehr nachhaltig produziert wird. Und wir sind zurzeit dabei, hier in Hannover unsere eigene Produktionsstätte aufzubauen. Und ja, jetzt möchte ich euch einfach noch ein bisschen mehr über das Produkt erzählen. Wenn die Milch sauer ist, dann schwimmen hier so drin weiße Flocken und das ist das Protein in der Milch, das Casein. Und wenn man das abschöpft, dann bekommt man eine Art Quark. Und wenn man diesen Quark trocknet, dann bekomme ich das Eiweißpulver und das ist das, was ich von den Herstellern bekomme. So. Und dieses Eiweißpulver vermengen wir wieder mit Wasser und dann bekomme ich eine Art Eierkuchenteig und es wird alles gut durchgeknetet in einer Maschine, die funktioniert wie ein großer Fleischwolf oder eine Nudelmaschine. Und am Ende habe ich dann einfach nur eine Lochplatte mit ganz kleinen Löchern und da wird der Teig durchgepresst und dann kommen da meine Textilfasern raus und die werden dann einfach nur noch aufgewickelt. Und das Tolle an diesem Prozess ist einfach, dass wir wirklich keine Abfälle haben. Wir verwenden nur natürliche und nachwachsende Rohstoffe. Und wir stellen alles bei 80 Grad her. Das heißt, es ist also ein sehr energieeffizienter Prozess. Und wir verwenden Milch, die halt nicht für Lebensmittel eingesetzt werden darf. Und damit recyceln wir also quasi einen Nebenstoffstrom und ein Material, was sowieso anfällt. Das ist ja einfach aus einem Familienfeier heraus entstanden, weil mein Stiefvater an Krebs erkrankt war und die sein komplettes Immunsystem nach unten gefahren haben und ja, er auf alles reagiert hatte, was er angezogen hat. Und ja, wir sind dann auf die Suche gegangen nach möglichst chemisch unbehandelter Kleidung. Und es ist ja eine Industrie, auf die ja, die Industrie reagiert ja nicht auf diese Menschen. Ne? Also man kann ja nicht in den Laden gehen und sagen, hey, ich bin Allergiker und ich suche jetzt extra was zum Anziehen für mich. Ich habe da nicht was. Und dementsprechend haben wir uns angefangen, mit diesem Markt auseinanderzusetzen, wie werden Textilfasern letzten Endes hergestellt und haben eigentlich festgestellt, dass ja, Naturfasern wie Wolle und Seide mittlerweile auch nicht mehr natürlich belassen werden, sondern auch mit vielen Pestiziden behandelt werden und dass sie auch einen sehr hohen Ressourceneinsatz brauchen. In diesem ganzen Prozess sind wir damals auf Caseinfasern gestoßen und die gibt es eigentlich schon seit den 30er Jahren. Im Weltkrieg ist das eigentlich entstanden, die Idee dazu. Aber das ganze Verfahren war ja, sehr chemisch, hat bis zu 60 Stunden gedauert. Man musste auch noch Formaldehyd mit einbringen. Und ja, ich habe einfach gedacht, das kann doch nicht sein, dass man Milch so verhunzt und das muss man doch irgendwie besser machen können. Und der Gedanke war dann geboren, okay, man muss die Faser essen können. Und dann haben wir weiter überlegt, haben uns versucht, die Experten zu suchen. Und viele davon haben auch gesagt, das funktioniert nie, wie ihr das vorhabt, aber wir hatten eigentlich nie einen Zweifel daran, dass das klappen könnte und ja, haben uns quasi unser eigenes Labor zusammengebaut, sind zu Real gefahren und haben uns dafür 200 Euro so einen Kneter und eine Kochplatte und alles besorgt. Mittlerweile sind wir dabei, hier in Hannover unsere Produktionsanlage aufzubauen. Also es fehlen ja wirklich 6 Millionen Tonnen zurzeit. Das ist ein Defizit, diese Lücke an Textilfasern, die es zurzeit gibt, die wird auch noch weiter wachsen. Also es liegt einfach daran, dass die Weltbevölkerung wächst, wenn man sich mal auch die Entwicklung anschaut von der Textilindustrie überhaupt. Also es war ja damals anders, da habe ich mir Kleidungsstücke gekauft, die haben 10 Jahre gehalten und wir haben, das ist mittlerweile so eine schnelllebige Industrie geworden, jede Saison wechselt ja auch oft der Kleiderschrank und viele Textilien werden ja auch dann einfach weggeschmissen. Es werden Textilfasern viel häufiger eingesetzt, also auch in der Automobilbranche
waren das vor ein paar Jahren noch 15 Kilogramm pro Fahrzeug. Mittlerweile entwickelt es sich hin zu 35 Kilogramm. Also wir nutzen ja dadurch, dass es ja Milch ist, die anfällt, weil man sie nicht für Lebensmittel verwerten kann. Und wir sagen, okay, das ist ein Rohstoff, den können wir nutzen. Dann recyceln wir ja quasi etwas. Ja, meine Vision ist ja auch, dass mit dem Sammelsystem der Milch, dass wir diese 2 Millionen Tonnen, die da ja weggekippt werden, dass wir uns da was einfallen lassen, wie wir auch diese Ressourcen nutzen können. Und ja, dann geht es ja auch hoffentlich weiter mit der Milchfaser, dass wir dann auch wachsen werden und ja, vielleicht auch andere Produkte noch herstellen. Also das ist ja ein Biopolymer, was wir entwickelt haben, und das könnte über Spielzeuge gehen bis hin zu, keine Ahnung, alles andere, Folien und so, die dann auch biologisch abbaubar sind. Unsere Kunden sagen, ja, schick uns noch Faser und wir möchten das gerne mal ausprobieren. Und die sind alle richtig gespannt und enthusiastisch mit dabei. Und was ich noch besonders schön finde, ist, dass die auch dann selber kommen und sagen, okay, wir möchten das auch nachhaltig gestalten. Also nicht nur, dass die Faser nachhaltig bei uns produziert wird, sondern auch diese ganze Weiterverarbeitung. Da machen die sich schon von sich aus auch Gedanken. Wie gesagt, auf jeden Fall einen Teil des Geldes daran anlegen, dass man ja, Systeme entwickelt, wie ich Nebenstoffströme nutzen kann, damit nicht so viele Ressourcen weggeschmissen werden. Für neue Materialien, dass man daran investiert, dass man sich Gedanken macht, okay, wie können neue Materialien entstehen, die auch nachhaltig sind, damit wir auch neue Ressourcen haben, die wir nutzen können. Weil alle Ressourcen sind knapp. Also Wasser wird überhaupt das wertvollste Gut sein in unserer Welt. Und Wasser wird irgendwann mal Geld kosten, auch für die Herstellung von Textilien zum Beispiel, dass man nicht mehr sagen kann, okay, ich nehme für ein Kilo Baumwolle 20.000 Liter Wasser, weil es mich nichts kostet und es trocknet einfach Ökosysteme aus. Das wird nicht längerfristig nicht mehr möglich sein. Das Wasser wird Geld kosten und dann ist sowieso eine Frage, ob man auch den Preis für Textilien überhaupt noch so günstig gewährleisten kann. Und ein Großteil des Geldes, ich glaube sogar den größten Teil, den würde ich einfach wirklich dann auch in die medizinische Forschung stecken, also für Krebs oder AIDS, weil das war immer so mein Herzenswunsch, als ich angefangen habe, Mikrobiologie zu studieren, dass ich da ja, ein Heilmittel finde gegen Krebs oder AIDS. Ich glaube, das ist das, warum man eigentlich anfängt, Biologie zu studieren.